Der Gewinner des Gewinnspiels oder den ich jetzt gleich ziehen werde, der kann also mit unserer neuen Sportlimousine nach Erfurt fahren. Wir haben ein schönes Hotel gebucht für die Übernachtung dort und kann dann die Mannschaft von Babelsberg 03 in Erfurt anfeuern. Ziehe ich den Gewinner. Es ist Frank Bowinkelmann. Herzlichen Glückwunsch. Du fährst mit unserer neuen Sportlimousine BYD Han nach Erfurt zum Auswärtsspiel. Gut, Andi! Ja, Erfurt ist natürlich eine gute Mannschaft. Top-Team auch in der Liga. Viele Zuschauer, großes Stadion. Es wird eine gute Stimmung sein. Wobei ich es so sehe, dass sie den Druck natürlich auf ihrer Seite haben. Ja, weil wir natürlich auch irgendwo auch als Gast da hinkommen und nicht gleich so den Anspruch stellen dürfen und können. Können schon, aber dass man da nicht gleich mit 3 Punkten locker nach Hause fährt. Ich glaube, das sollte jeder wissen. Es wird auf jeden Fall ein schwieriges Spiel, weil sie sehr robust sind, sehr, ja, auch als Mannschaft sehr kompakt sind. Und auch in den Zweikämpfen, da wird jeder Zweikampf auf jeden Fall wichtig sein. Und ich hoffe, dass wir darauf bereit sind. Haben uns darauf gut vorbereitet und ja, bin selber überrascht. Oder lass mich überraschen, wie wir morgen da auftreten. So, hallo Frank, grüße dich, mein Lieber. Schön, dass du da bist. Heute ist endlich soweit. Große Auswärtsfahrt nach Erfurt. Ja. Ich hoffe, du freust dich schon. Absolut, absolut. Ja. Also wir sind auch gespannt, wie das Spiel natürlich ausgehen wird. Und guck mal, hier steht schon dein Auto. Der BYD, den hatten wir ja beim Gewinnspiel damals mit ausgelost. Die Fahrt nach Erfurt heute. Hier sind deine Karten, die habe ich auch für dich schon. Super, dann wünsche ich dir ganz viel Spaß. Bringe hoffentlich ein gutes Ergebnis mit, am besten 3 Punkte, genau, würden wir uns freuen. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt noch ins Auto, ich erkläre es dir noch kurz und dann kann es auch schon losgehen. Alles klar, perfekt, super, danke dir. Alles jetzt. Mann, hier auf Macker. Nein.
Regen, der Wind, die ganze Stimmung hier. Jungs, nehmen wir alle auf. Lasst uns das alles aufnehmen. Packt noch mehr auf die Schultern rauf. Weil das, ihr seid stark genug, um diese Dinge auch zu verarbeiten. Nehmt das als Motivation. Diese Stimmung, die hier sein wird, denkt vielleicht Erfurt am Anfang, wir stehen hinter euch. Macht ihr ein freches, ekliges Spiel, dann geht die Stimmung mal ganz schnell in die andere Richtung. Frech sein, eklig sein, mutig sein, das, was wir können, auf die Platte bringen. Ja? Und deswegen wissen wir ja auch, dass wir heute hier nicht hinfahren und mal locker spielen können. Das wissen wir alle, das brauche ich nicht sagen. Aber am Ende ist Rot-Weiß Erfurt keine Mannschaft, vor der wir Angst haben müssen, wenn wir unsere Leistung bringen. Und wir müssen heute von Anfang an, und bei uns zählt jetzt erstmal nur 45 Minuten die ersten. Und so gehen wir ins Spiel rein. Wir müssen die Zweikämpfe annehmen, wenn sie treten, wenn sie aggressiv sind. Wir müssen volle Granaten dagegen halten. Und am besten setzen wir das erste Zeichen. Unterstützt euch, seid drin, in dem Spiel, macht euch gut warm, so dass wir, wenn wir gleich rausgehen, volle Granate wach sind. Und das Wichtigste ist, es gibt keine Ausreden. Ihr habt jetzt das Spiel, ihr könnt euch zeigen, wir können als Mannschaft zeigen, wie weit sind wir. Ich wünsche euch viel Spaß. Auf geht's! Passt mal, sehr wichtig, drin sein! Wir haben noch 2 Minuten. Hallo? Hallo?
Ja, sag mir, Ball vor dir, klar, das Ding. Wenn wir den Ball so noch einspielen, dann ist doch immer im Hoffnung, dass er gar nicht mehr zum Rechnen ist. Ich wundere, weil so weit weg war. Ja, aber ich kann gar nicht runter. Ja, können wir genau über die Außen aufpassen, weil der ist. Harmonisch zugelassen ist gar nichts. Ja, bis auf die eine Situation. Kann auch mal passieren, so ist es nicht. Aber es ist natürlich auch wichtig, dass wir gerade auch die Momente mit dem Ball, ja, dass wir dann auch in manchen Situationen ein bisschen sauberer sind und vor allem auch cleverer sind. Ja, also den auch weiter beschäftigen und auch mal wieder drin sein, der ist eklig. Ist gut, dass er schon Geld hat. Ja. Auf geht's, komm mal! Zweite Halbzeit, drin sein! Immer schön zusammenbleiben, das ist wichtig. Auf jeden Fall, komm! Er schiebt den weg.